Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend. Willkommen auf OE24TV zu unserem Insider. Bei mir im Studio darf ich Johann Gudenus, den ehemaligen Politiker, begrüßen. Schönen guten Abend. Und natürlich auch Hans Arsenovic, Gemeinderat von den Grünen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Wichtige Themen stehen heute auf dem Programm. Natürlich geht es auch um die aktuelle Asylsituation. Bundeskanzler Karl Nehammer ist am Montag gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner nach Marokko gereist. Und hier ist es auch zu einem Abkommen gekommen. Der Grund dafür: viele, vielleicht sogar zu viele Marokkaner würden hier den Weg nach Österreich suchen. Wie ist Ihre Meinung hierzu? Na, diese Reise nach Marokko und das sogenannte Abkommen sollte man vor dem Hintergrund sehen, dass die ÖVP in Niederösterreich, in ihrem Stammkernland, sehr viel federn lassen musste und diese Partei jetzt versucht, die Fälle irgendwie zu retten bei der bevorstehenden Kärntenwahl, aber auch bei der bevorstehenden Salzburgwahl, die ja noch wichtig ist, weil da geht es darum, den Landeshauptmann zu halten. Jetzt wird eben versucht, das, was man vorher eingebrockt hat, vor allem die letzten Jahre während der Pandemie, still und heimlich. Und das Ganze hat ja nicht aufgehört, weil im Jänner sind die Zahlen noch gestiegen, nämlich die Zahlen der Asylwerber weiter gestiegen. Versucht man das irgendwie PR-mäßig einzufangen. Ich würde sagen, das Ganze ist ein Rohrkrepierer, wie in letzter Zeit die gesamte Politik der ÖVP. Da geht es nur darum, Schall und Rauch zu produzieren und die Wähler zu täuschen. So ist das Ganze einzuordnen, aus meiner Sicht. Würden Sie diese Meinung teilen? Mein erster Satz ist jetzt sehr ungewöhnlich. Ich muss da dem Herrn Gudenus recht geben. Also ich sehe es in dem Punkt zumindest ähnlich, dass die ÖVP natürlich unter Kurz erkannt hat, dass man Wählerinnen von der FPÖ holen kann, indem man halt Asyl, Asyl, Asyl schreit. Die sind natürlich mittlerweile alle wieder zurück zur FPÖ gegangen. Die sind wieder beim Schmied und weg vom Schmiedl. Jetzt stehen wieder Wahlen an und man denkt sich, das hat schon einmal funktioniert, probieren wir es halt wieder und versuch wieder ein Asylthema hochzuziehen, wo meiner Meinung nach überhaupt kein Star ist, weil ganz ehrlich, in jeder Statistik kommen Menschen, die Asyl in Österreich verlangen, aus Marokko de facto nicht vor. Also ist ja wurscht, man versucht es wieder in die Höhe zu ziehen, um natürlich vom Wahlkampf wieder zu sagen, um Stimmen von der FPÖ zurückzuholen. Also bin ich voll bei Ihnen. Richtig, Marokko, haben Sie gesagt, kommen kaum vor. Und auch vor ein paar Wochen war so eine Einigkeit und ein Abkommen mit Indien, die eigentlich auch nicht vorkommen, zumindest die da waren, sind schon längst weg. Und man sieht eben daran, es ist ein reiner PR-Schmäh, weil es eben darum geht, jetzt irgendwie noch die Wähler einzufangen, die davon schwimmen. Jetzt bin ich da mit Herrn Gudenus und bin einer Meinung mit ihm. Ja. Ein Novum, freier kann man hier auch sagen. Kommen wir vielleicht von der ÖVP weg, bleiben wir aber noch beim Thema der Asylpolitik. Haben wir in Österreich ein Problem? Haben wir zu viele Asylanträge? Das Jahr 2022 hat das gezeigt. Da werden wir wahrscheinlich anderer Meinung sein, aber das ist auch gut so. Wir waren ja schon im Jahre 2015, wo diese große Krise hereingebrochen ist, sehr wichtig und pointierter Meinung, dass das Ganze ausufernd hier vonstatten geht, wo viele auf den Bahnhöfen gestanden sind und geklatscht haben. Ich sage nur, Asyl ist wichtig und Menschen gehört geholfen. Nur ich sehe nicht ein, dass Menschen, die zum Beispiel aus Afghanistan, Pakistan oder Schwarzafrika kommen, über Zwischenländer den Weg zu uns suchen, meistens begleitet von NGOs, wissend, dass hier zum Beispiel die Gemeinde Wien, aber auch andere Gebietskörperschaften und der Bund viele Sozialleistungen ausschütten. Das ist der einzige Grund. Deswegen sehe ich die Schuld gar nicht beim Asylwerber selbst, sondern die Schuld liegt ja in der Hand der Politik hier in Wien und in Österreich selbst, weil sie die Magnetwirkung hier aufrechterhält und ausstrahlt. Deswegen sage ich, es war viel zu viel. Ich glaube auch behaupten zu können, wenn wir das nicht gehabt hätten seit 2015, gäbe es da und dort viel weniger Gerichtsverfahren und Verbrechen wegen zum Beispiel Vergewaltigung und Messerstechereien. Das behaupte ich, das ist auch ein Faktum, weil eben diverse Handlungen auch kulturimmanent sind, die wir eigentlich in Österreich nicht brauchen. Es gehört Menschen geholfen, da hat Österreich immer ein großes Herz gezeigt, Balkankrise, jetzt auch Ukraine, vielleicht auch jetzt schon ins Missbräuchliche gehend, wird man sehen. Aber übertreiben braucht man es nicht, wenn gleichzeitig dann Pensionisten weniger Geld bekommen. Oder wie in Deutschland, wo man sieht, da wurde ein Pensionistenheim, da wurden die älteren Menschen ausgesiedelt, damit die Asylwerber reinkommen. Und das sind Zustände, die brauchen wir hier nicht.
Teilen Sie erneut diese Meinung? Nein, das sind jetzt wieder die Bilder, auf die ich gewartet habe. Um das ernsthaft zu diskutieren, was mich an dieser ganzen Diskussion immer wieder stört, ist natürlich, dass wir Migration, Asyl, Wirtschaftszuzug, immer alles in einen Topf hauen, vermengen und keiner weiß mehr, von was eigentlich wirklich gesprochen wird. Ich kann nur sagen, ich selbst bin ja auch in der Wirtschaftskammer aktiv und in der Wirtschaft haben wir diese Problematik und jeder, der ein Unternehmen hat, weiß das, dass wir nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern generell einen Arbeitskräftemangel haben. Umso trauriger ist es für mich, dass Menschen, die hier leben, denen nicht gestattet wird, zum Beispiel arbeiten gehen zu dürfen, obwohl sie gut integriert sind, obwohl sie die Sprache kennen, obwohl sie vielleicht sogar eine Lehre gemacht haben, eine Katastrophe, da muss viel, viel schneller was passieren. Und woran es wirklich scheitert und ist, es gibt keine Möglichkeit für diese Menschen legal nach Österreich zu migrieren. Das wäre wirklich höchst an der Zeit, dass man sagt, okay, man muss auch Möglichkeiten schaffen, dass man sagt, wir Österreicher, der österreichische Arbeitsmarkt sucht Kräfte, die und die Skills haben, keine Ahnung, Schweißkenntnisse, die Kenntnisse. Da muss es aber auch Möglichkeit geben, dass jemand vor Ort zur Botschaft gehen kann und kann sagen, okay, ich möchte nach Österreich, ich möchte dort arbeiten, ich habe die, so wie es eben Neuseeland macht, so wie es Kanada macht, ich habe diese Fertigkeiten, das fehlt mir noch, da mache ich vielleicht noch einen Kurs. Und weil es das nicht gibt, passieren dann solche Dinge, die eben passieren. Also ja, in der Migrationspolitik ist Handlungsbedarf, das sehe ich. Da muss ich jetzt eben dem Herrn Asenovic auch recht geben. Es wird vermischt, aber genau darum geht es ja. Wenn jemand herkommt, Asyl ansucht und dann man glaubt, dass man unter den Asylsuchenden die Fachkräfte findet und die, hat es ja oft geheißen, die Goldjungen und die Kernphysiker und dergleichen, dann ist man auf der, würde man sagen, falsch gewickelt. Es hat erst unlängst der ehemalige Leiter von Dreiskirchen, diesem größten Zentrum, gesagt, jetzt wo er sagen darf, dass hier alles falsch läuft und dass im Prinzip die meisten, das hat er wörtlich gesagt, die meisten, die kommen, solche sind, die dort gerichtlich oder polizeilich gesucht werden und bei uns mit offenen Armen empfangen werden, im Roten Wien, mit Sozialleistungen, Sozialwohnung und dergleichen. Da wird man wahrscheinlich, ich gebe Ihnen recht, man braucht Fachkräfte, wenn man sie selbst nicht hat. Ist auch ein Manko in der österreichischen Politik, dass sie nicht früher geschaut hat, diese heranzubilden. Aber da wird man diese Fachkräfte nicht finden, sondern im Gegenteil, da findet man eher die Glücksritter, die eben hier ja, das ausleben können, was sie zu Hause nicht dürfen. Und hier wird leider oftmals weggeschaut und die Menschen landen dann vor Gericht und werden trotzdem nicht ausgewiesen, weil es eben diese Rückführungsabkommen nicht gibt. Aber Asyl ist Asyl, die Menschen, die wegen Asyl herkommen, die einen echten Asylgrund haben, kommen nicht her, weil sie jetzt Wirtschaftsflüchtlinge sind. Oh ja, und die haben ein Menschenrecht, dass jemand, wenn er nach der Genfer Flüchtlingskonvention... Aber das Thema ist ja wirklich, was wir wirklich oft erleben und Sie wissen es, wir haben oft wirklich mittlerweile gut integrierte Menschen, die als Jugendliche herkommen, die eine Lehre da abgeschlossen haben, die in Gemeinden, ist ja nicht, es passiert ja nicht von heute auf morgen, dass das Ganze, alle Menschen in einer Gemeinde auf einmal für eine Familie, hinter einer Familie stehen, weil sie auf einmal abgeschoben wird, obwohl sie gut integriert ist, obwohl die einen Job haben. Es gibt immer gute Beispiele, aber schauen wir uns mal die Kriminalitätsstatistik an, also die Statistik der verursachten Verbrechen und Vergehen. Und da gibt es schon eine klare Aussage, dass eben viele Verbrechen oder Taten passiert sind und passieren nach 2015 und diese von Asylwerbern begangen werden. Das ist eine ganz klare Sprache. Natürlich gibt es auch gute Beispiele, überhaupt keine Frage. Aber da sollte man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern man sollte eben gezielt schauen, gute Beispiele vielleicht durch andere Programme anzuziehen. Aber da würde ich mir wünschen von Ihnen, dass Sie öfters die guten Beispiele hervorheben und jetzt nicht immer das Haar in der Suppe suchen, die schwarzen Dicks. Vielleicht ist das Ihre Aufgabe, was ist meine Aufgabe. Aber ich kenne persönlich auch gute Beispiele, muss ich auch sagen. Meine Frau hat ja geholfen, auch Asylwerbern, die gewohnt haben im selben Haus, wo sie gewohnt hat, bevor wir zusammengezogen sind. Und das sind ganz tolle Beispiele. Das ist 10 Jahre her und jetzt sind die schon alle großjährig und haben gute Berufe. Das gibt es alles. Natürlich, ja, und das betone ich auch jetzt, gibt viele Beispiele auch andere, aber in der Masse ist es da doch so, die Politik tut sich ja nichts Gutes und der Bevölkerung nichts Gutes, wenn man sagt, kommt mal alle her, dann schauen wir, wie es rennt und da bringt eure Steinzeit-Islamismus mit vielleicht, ja, das brauchen wir ja alles nicht und darum geht es wirklich. Ja. Ich muss hier noch bei einem Punkt nachfragen. Sie haben gesagt, es kommen ja keine Wirtschaftsflüchtlinge nach Österreich. Würden Sie das wirklich so? Vielleicht muss ich es konkreter sagen. Es hat jemand, der aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich kommen möchte, weil er Arbeitsmigrant ist, weil er eben
sein Leben verändern, wenn man einen Job sucht. So wie viele das von uns. Und bei uns ist es ja relativ leicht. Man kann in ganz Europa arbeiten, man kann eine Firma gründen in jedem Land, man kann relativ leicht nach Amerika fliegen und dort einen Job annehmen. Diese Möglichkeit haben diese Menschen meistens nicht. Und da müssen wir auch legale Möglichkeiten schaffen, dass sie eben zu einer Botschaft hingehen können und können sagen, okay, ich habe diese Ausbildung, ich kann das und möchte in einem anderen Land arbeiten. Kanada macht es so, Neuseeland macht es so. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man auch Jahr für Jahr das wieder adaptiert und sagt, okay, diesmal haben wir in diesen Branchen besonders Mangel, wir suchen da, dieses Kontingent gibt es und so weiter. Das würde ich mir wünschen, dass das viel, viel stärker wird. Wenn es so ein Konzept gäbe, dann bräuchte man diesen jetzt stattfindenden Asylmissbrauch nicht wahrscheinlich, weil dann gäbe es dieses andere Vehikel. Stimmt, aber zurzeit ist es schon so aus meiner Sicht, dass Asylrecht großteils missbraucht wird. Großteils, nicht nur, aber großteils. Und ich sage nur, ich glaube, am besten wäre es, in der Region eines Krisen- oder Kriegszentrums ein Flüchtlingszentrum aufzubauen, die gut betreut werden von der internationalen Gemeinschaft, dort ausgebildet werden, wenn sie jung sind, weitergebildet werden, dort die Möglichkeit haben zu arbeiten und dann, wenn das Ganze vorbei ist, wieder zurückgehen können, weil dann ist allen geholfen. Und ein Beispiel nur jetzt, das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Ich weiß es nicht, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Sind da viele Syrer zurückgefahren und haben aufbauen geholfen? Aus Österreich weiß ich nichts. Wir haben Österreicher gemacht und auch viele Hunde zum Beispiel, die runtergefahren sind und uns wirklich toll geholfen haben. Mir ist nicht bekannt, dass jetzt die großen syrischen oder ostanatolischen Türken runtergefahren sind und beim Aufbau. Es ist vielleicht auch nicht so leicht für jemanden, der Syrien geflüchtet ist, wieder nach Nordsyrien zurückzufahren. Sie kennen die Problematik nicht einmal, die LKWs dürfen rein mit Hilfsgütern. Aber das ist vielleicht. Wir würden jetzt ein ganz neues Thema aufmachen. Auch für den Österreicher war schwer und gefährlich. Ich würde keinen syrischen Flüchtling, der vor Assad geflüchtet ist, raten, jetzt wieder nach Syrien zurückzugehen. Viele fahren auf Urlaub auch runter. Das ist auch bekannt, dass dann viele nach Urlaub fahren. Viele. Nach Tschetschenien und so. Viele. Eine letzte Frage noch zum Thema Asylpolitik. Wenn man sich die Asylzahlen ansieht, hat die Bundesregierung hier versäumt, dementsprechende Maßnahmen zu setzen, würden Sie sagen? Ja, das werden wir wieder verschiedener Meinung sein, auf jeden Fall. Das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung, dass man eben schaut, dass man Leute aus den fernsten Ländern hier nimmt, ohne zu wissen, was sie eigentlich beitragen können. Natürlich, okay, Asyl, sagt man, man braucht Hilfe. Das ist oftmals in Frage gestellt. Die meisten stellen sich heraus, dass eben solche, die nicht Hilfe brauchen, werden abgelehnt und können dann aufgrund des internationalen Rechts nicht mehr abgeschoben werden, werden aber hier aufgefangen durch die Sozialleistungen. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Ein falsches Signal. Wenn die Politik hier ein Signal senden würde, sie sind willkommen, die Menschen, wenn sie auch was beitragen und vielleicht am Arbeitsmarkt da und dort gebraucht werden, wobei ich immer der Meinung bin, dass die Österreicher zuerst dran sein sollten, dann wäre das Signal, glaube ich, ein wichtiges. Und die NGOs tun sich jetzt leicht, ein großes Geschäft zu machen, weil es ist auch sehr viel Knödel für die NGOs. Einige tausend Euro pro Kopf, die hergebracht werden und vieles mehr. Wenn die NGOs wüssten, das geht hier nicht mehr, dann wäre dieses illegale Geschäft abgedreht. Also das, was ich vorhin gesagt habe, erstens einmal hergebracht, Herr Kutena, Sie tun so, wie wenn wir da Flieger hinschicken und sagen, bitte steigt zu alle. Ein Asyl ist ein Menschenrecht, jemand, der da ist und einen Asylgrund hat. Was ich finde, natürlich, die Verfahren müssen beschleunigt werden. Ja, man muss früher jemandem sagen können, du hast zu Recht einen Asylgrund oder eben nicht. Und das Zweite, was ich vorhin schon gesagt habe, würde es legalere Möglichkeiten für Migration geben, dann würden nicht so viele in das Asylverfahren einsteigen. Ein Thema, das uns sicher noch länger beschäftigen wird, ein weiteres, das uns laut Expertinnen und Experten vor jeder Wahl, wenn die FPÖ und die ÖVP das wieder hochziehen, dann ist es wieder da. Wochen und Monate. ÖVP vielleicht. Die nächsten Monate und Wochen begleiten wird, ist natürlich die Inflation. Wir befinden uns nach wie vor in einer Teuerungskrise. Die Österreicherinnen und Österreicher wissen nicht mehr, wie sie sich das tägliche Leben leisten können, leisten sollen. Im April sollen die Mieten jetzt auch wieder angehoben werden. Verhandlungen über eine Mietpreisbremse sind gescheitert. Warum ist es so schwierig, hier für eine Mietpreisbremse zu sorgen, Österreicherinnen und Österreicher zu entlasten? Also da sollte man mal schauen, woher diese Inflation eigentlich rührt. Das Ganze hat natürlich schon vor dieser Russland-Ukraine-Krise und Krieg begonnen, aber hat sich verschärft seit einem Jahr extrem. Und ich denke, aufgrund der eingeführten Sanktionen, die
weniger Russland schaden, sondern nur uns selbst, eben siehe Inflation und Preissteigerungen, sind wir jetzt da, wo wir sind. Dass die Menschen sich oftmals nicht mehr die Miete leisten können, die Stromrechnung horrend ist und das Einkaufen schon zu einem Abenteuer wird, was die Finanzen betrifft oder eben nicht mehr erschwinglich ist. Und jetzt eben mit, Maßnahmen zu kommen, die im Prinzip nur Symptome lindern, aber nicht die, das Problem bei der Wurzel packen, ist eigentlich eine falsche Politik. Man sollte das Problem bei der Wurzel packen und sagen, ja, wir verurteilen Krieg, das ist keine Frage, aber die Sanktionen schaden eigentlich nicht dem Adressaten, nämlich Russland, sondern uns selbst und deswegen machen wir da nicht mit und dann hätten wir die Probleme nicht mehr. Das ist der Ansatz, den man verfolgen sollte und nicht hier jetzt eben Schminkmaßnahmen zu ergreifen, die unterm Strich nichts bringen. Waren die Sanktionen falsch, die Österreich gesetzt hat? Also, bevor ich das sage, ist nein, die Sanktionen sind europäische Sanktionen, sind richtig, aber Regierungen, die uns in der Vergangenheit in diese Gasabhängigkeit gebracht haben, bis zu 80% russisches Gas, die sind eigentlich die Hauptverantwortlichen an der heutigen Inflation, weil diese hohen Gaspreise, die dann entstanden sind, sich direkt in unserem Fall auf die Strom- und Energiepreise geschlagen haben und in der Kette fortgesetzt hat auf die ganzen Waren. Und deswegen haben wir die Inflation, die wir haben. Und zur Zinsbremse, Mietpreisbremse, jetzt habe ich es raus. Ne? Wie Sie wissen, also wir als Grüne setzen uns da auf allen Ebenen ein, auf Bundesebene. Leider die ÖVP, die jetzt blockiert und eigentlich schon ausgemachte Sachen mit zusätzlichen Forderungen für die Grundbesitzer wieder herkommt. So kennen wir die ÖVP gar nicht. Wir bleiben da dran. Aber ich muss auch sagen, ich bin dann immer erstaunt, wenn dann die SPÖ sagt, ihr bösen Grünen, ihr habt euch noch nicht durchgesetzt gegen die ÖVP und die selbst die Möglichkeit in Wien ganz leicht hätte mit 250.000 Gemeinden. Ein paar Mieterinnen von heute auf morgen einfach sagen, wir erhöhen die Miete nicht. Auch die sind natürlich gefordert. Aber ich möchte jetzt wirklich nicht in einer Partei hickhack, weil das Thema ist wirklich viel zu ernst und es verlangt eine Ernsthaftigkeit in dem Fall wirklich von allen politischen Fraktionen, dass man sagt, wir sind alle da, um Lebenssituationen von Menschen zu verbessern. Wir werden bezahlt dafür, gut bezahlt dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie wir diese Lebenssituationen verbessern können, sei es jetzt durch niedrige Preise, durch niedrige Mietpreise. Und alles, was die nicht brauchen, ist nur in der Partei-Hickhack. Und ich hoffe, dass man jetzt wirklich sehr, sehr schnell zu einer Einigung kommt, dass die Menschen da draußen auch spüren, dass es jetzt für sie günstig ist. Das heißt, es ist aber noch nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht doch noch zu dieser Mietpreisbremse kommt oder ist diese tatsächlich schon vom Tisch? Also wir kämpfen da bis zur letzten Sekunde. Sie wissen, die ÖVP blockiert noch. Ich bin aber trotzdem guter Dinge, dass man eine Einigung findet und das macht die ÖVP jetzt überzeugt. Und da hilft natürlich auch der Druck von außen, dass sie da wirklich nichts Gutes für die österreichische Bevölkerung machen, wenn sie da blockieren. Ist abzusehen, dass es noch zu dieser Einigung vor April kommt? Wir haben jetzt schon März. 450.000 Menschen können sich aber jetzt schon die Mieten gar nicht mehr leisten. Ich bin leider in dem Verhandlungsteam nicht dabei, sonst würde ich sagen, es muss morgen zu einer Lösung kommen. Also ich nehme an, ich hoffe, dass in den nächsten Tagen es jetzt eine Lösung gibt. Und ja, es muss sich auf jeden Fall noch vor April ausgehen, was denn sonst? Ja. Die nächste Frage, die sich jetzt auch natürlich stellt, wenn wir nach Deutschland blicken. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat hier Kritik einstecken müssen. Und zwar aus diesem Grund, weil er Öl- und Gasheizungen verbieten möchte. Auch die Energieministerin Leonore Gewessler hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und kann die Kritik überhaupt nicht verstehen, die dem deutschen Wirtschaftsminister Habeck hier auch zugekommen ist. Können Sie sie verstehen? Die Kritik? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich verstehe die Klimaministerin. Nein, ich glaube wirklich, wir stehen jetzt vor der größten Herausforderung, die wir in den letzten 100 Jahren überhaupt zu stemmen gehabt. Nach all diesen Herausforderungen, die da sind, Corona und Wirtschaftskrisen und Inflation und Russlandangriff etc., ist es doch, dass die Klimakatastrophe, die vor der Tür steht, wo wir alle noch nicht die ganzen tatsächlichen Schäden, die noch auf uns zukommen, begreifen können, ich kann es selbst noch nicht begreifen, was da vielleicht passieren wird, müssen wir jetzt alle Kraftanstrengungen da reinsetzen, dass wir so schnell wie möglich aus diesem CO2 rauskommen. Ja, die Grünen zeigen diese Frage das, was sie am besten können. Das Spiel mit der Angst. Man hat Angst, dass morgen die Welt untergeht und das Aussprechen von Verboten. Das ist das, was die Grünen sehr gut können. Das zeigt auch die
vor allem in Deutschland, die Arbeitergrünen in der Regierung. Und hier geht es in dieselbe Richtung. Ich bin da mehr für Wahlfreiheit und jetzt nicht dafür, dass man diese Erdgas, Erdöl, diese herkömmlichen auch Mittel, um Energie zu generieren und zu wärmen oder Autos zu betreiben, verteufelt, sondern dass man hier einen Mittelweg findet und sich auch bewusst wird, dass es natürlich einen Klimawandel gibt, den leugnet keiner. Vor 6.000 Jahren gab es noch weniger Gletscher als jetzt. Und die Frage, also man muss immer schauen, was ist der Beitrag dazu und was ist eigentlich ein klimatischer Zyklus. Dass natürlich man auf die Umwelt schauen muss, ist vollkommen klar. Dass man neue Methoden fördern sollte, wie Photovoltaik, Windenergie, auch die kleinen Photovoltaik-Werke, wie es ja in Ihrem Medium, im Printmedium passiert. Das ist alles interessant und wichtig und gut. Aber jetzt eine Verteufelungs- und Verbotspolitik geht eindeutig zu weit. Und das grenzt für mich an eine totalitäre Maßnahme. Ich bin weit weg von einer Verbotspolitik. Und es wird auch keinen Weltuntergang geben. Es wird einfach wärmer. Und dadurch, dass es wärmer wird, wird es mehr Wetterextreme geben. Wir werden Stürme haben, wir werden Ernteausfälle haben. Und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten. Und unsere Aufgabe, meine Mitaufgabe hier auch in Wien und auch in der Wiener Wirtschaftskammer, ist, dass wir in diesem Fall zum Beispiel auch die Wiener Wirtschaft auf dieses Szenario vorbereiten und sie bestmöglich bei dieser Transformation unterstützen. Das heißt, wir müssen sagen, wir müssen sie unterstützen, wir müssen sie fördern, wir müssen schauen, welche neue Berufsgruppen entstehen da. Und natürlich, auch in Athen leben Menschen und da ist halt auch um 3 Grad wärmer. Ja, aber wir müssen in der Bauordnung uns vorbereiten, in allen Berufsgruppen uns vorbereiten. Und ein Aspekt ist, und ich sehe das als Chance, wenn wir rechtzeitig beginnen, uns mit neuen Technologien zu beschäftigen, eben Wärmewandler dann kann ja das auch in Zukunft ein Riesenvorteil sein, weil ich hoffe ja, dass wir dann in ein paar Jahren jeden investierten Cent in neue Zukunftstechnologien, dass wir dann auch industriell und auch in der Wirtschaft eine Vorreiterrolle haben und so unsere zukünftigen Arbeitsplätze schaffen. Das ist natürlich ein Weg, der insofern wichtig ist, weil man natürlich sich weiterentwickelt, in der Forschung auch und dann in der Umsetzung im Wirtschaftlichen, keine Frage. Aber das eine zu verteufeln und zu verbieten, das braucht keiner und das ist eine Politik, die man... Aber gut, Dennis, würden Sie jetzt echt, wenn Sie jetzt so eine Heizung hier haben, würden Sie jetzt einen neuen Ölofen noch reingeben? Also ich meine, dass man sagt, Leute, nein. Das ist vorbei und jetzt schauen wir mal... Nein, aber das ist ja der Zwang. Also nur ein Beispiel, also was ich jetzt persönlich frage. Ja. Wir rüsten gerade um Richtung Hackschnitzel und lassen den Ölofen drin, weil wir wissen nicht, was in 10 Jahren die Energiepreise... Aber Sie heizen immer mit Wärme. Also, genau, das ist mal ein Not. Okay, es ist schon für Ihre Dinge. Das ist schon super, bin ich schon. Ja, das ist eine Notmöglichkeit, aber in 10 Jahren vielleicht wieder notwendig. Das ist wichtig. Ein Thema, das uns auf alle Fälle auch noch länger beschäftigen wird. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen für die Zeit und das Gespräch. Und natürlich auch bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Danke nochmal für die Einladung. Danke. Wir kommen wieder. Gerne. Bei uns geht es jetzt mit weiteren spannenden Themen weiter. Zuvor gehen wir aber in eine kurze Werbeunterbrechung, melden uns gleich zurück. Bleiben Sie dran.